Kamera läuft schon, ne? Freunde, es ist 20 vor 9. Das sind jetzt exakt 13 Stunden auf der VO. War spitze, war super, geiles Publikum, war richtig geil. Aber ich bin jetzt total am Arsch. Das seht ihr auch an meiner sogenannten aufrechten Körperhaltung, dass ich voller Elan bin. Ich bin echt am Sack. Und das hier ist mein kleiner Helfer. Ein Ohrenstöpsel, weil der Kollege nebenan, der schnarcht wie ein Sack. Nein, er schnarcht nicht, aber ich brauche nachts gnadenlose Ruhe. Ihr fragt euch jetzt, warum ich nur einen Ohrenstöpsel habe. Weil ich auf einem Ohr nichts höre, da bin ich taub. Und da ich aber noch sehr gut sehe, Freunde. Zack. Lala. Und dann zack ins Ohr rein und dann ist hier Funkstille. Funkstille. Yes, und Freunde, wer sexy ist, kann sich sowas erlauben. Was machst du denn sonst noch alles? Du musst irgendwie eine Routine, irgendwie Ziele aufschreiben, einen Tag mal so Revue passieren lassen. Oder? Heute Abend habe ich gar nichts mehr. Heute Abend mache ich die Augen so einen Schlaf ein. In der Regel, wenn ich zu Hause bin, dann lese ich noch. Ich lese jeden Abend zwischen einer halben Stunde und dreiviertel Stunde. Und heute, zwar ausnahmsweise, gibt es heute einen Proteinbar. Das ist mein Leckerli. Da meine Frau nicht da ist, nehme ich dieses Leckerli. Und da drüben steht jetzt gleich noch mein Tee. Den hole ich mir auch noch. Und wir haben jetzt tatsächlich dreiviertel neun, Freunde. Und ob ihr es glaubt oder nicht, spätestens in 15 Minuten werde ich sicherlich hier im Bett liegen. Das Einzige, über was ich mir immer noch so ein bisschen Gedanken mache, ist dieses Fenster. Wisst ihr warum? Ah, stimmt, das gibt es im Vlog, Freunde. Da gibt es eine Besonderheit an diesem Fenster. Das ist faszinierend. Das habe ich so noch nie gesehen. Was wollte ich noch machen? Ja, was wollte ich noch machen? Also Gymnastik mache ich heute Abend keine mehr. Stretching mache ich auch keine mehr. Also Stretching ist ganz gut abends so vom Einschlafen. Stretching ist gigantisch vom Einschlafen. Warum? Das ist Hammer, weil du die Verklebung rausnimmst, den Muskeltonus runterfährst und du bist natürlich in der Zeit, wenn du abends... Ich muss ein bisschen sexy hinlegen. Ja. So? Ja, jetzt so einen Hemdknopf aufknüpfen und dann. Warte mal. Und einfach so ein bisschen mal. Die sind doch schon ganz schön drauf, oder? Einfach so. So? Ah. wir haben ein kleines Rätsel für alle draußen. Oh mein Gott. Wer ist das? Warte mal. Wer ist das? Das erratet ihr nicht. Ist ein Insider. Aber sehr geil, ja. Was wollte ich sagen? Ich bin total leer. Stretching genau. Stretching am Abend. Das liegt daran, wenn ihr euch abends dehnt, dann seid ihr natürlich auch ein Stück achtsam. Achtsamkeit heißt, dass ihr einfach in die Ruhe geht, auf euch achtet, was er tut. Und das ist ein schönes Entspannen. Und das in Kombination mit Dehnung, Muskeltonus runterfahren, Verklebungen auflösen, ist ein guter Pitch Richtung Bett und Schlafen. Und könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr euch ins Bett legt und ihr habt einen Anzug an, der zwei Nummern zu klein ist, dann schläft es sich unangenehm. Und wenn ihr dehnt, dann passt der frisch gewaschene Anzug wieder und dann legt ihr euch ins Bett rein so. Und dann gleitet ihr hin und dann schlaft ihr ganz entspannt ein. Und deswegen kann ich euch empfehlen, mach einfach mal Stretching. Und es gibt von uns Stretching-Videos. Kann man verlinken, ja? Ja, kann man verlinken. Können wir verlinken, dann guckt da mal rein, was man da so macht. Also ist Kamasutra für Arme. Und macht's einfach mal. Nicht über lange überlegen. Jetzt sitzt ihr wieder da und überlegt, macht's einfach mal. Ihr könnt erst beurteilen, wie geil es ist, wenn ihr es gemacht habt. Also probieren geht über studieren. Sonst. Wenn ich jetzt um 9 Uhr die Fresse halte, dann habe ich, lass mich rechnen, 6, 7, 8, 9 Stunden. 9 Stunden? Wann müssen wir drüben sein? 9. 9 ist Opening. 9 ist morgen früh Start. Sunday morning ist um 9 Uhr Start.
Ich weiß noch nicht, ob ich morgen einen Opener mache. Das ist bei Dirk immer so ein bisschen spannend, ob ich tatsächlich dann auch morgen das Opening mache. Normalerweise am zweiten Tag habe ich immer das Opening. Das heißt, ich mache den Wake-up-Call für alle. Es waren heute so um die, also ich schätze, ich habe es nicht genau die Zahl im Kopf, aber ich schätze, es waren sicherlich über 2000 Leute. War geile Stimmung und morgen früh, gucken wir mal, wenn ich Party mache, dann Feuer frei. Und wenn ich keine Party mache morgen, dann mache ich danach dreimal Party. Hüpfen, bis der Arzt kommt. Aber ein geiles Publikum, die haben echt geil mitgemacht. Ich würde sagen, ich schnapp mir jetzt noch meinen Tee. Den Schnapp, guck mal, das ist ein Service hier. Ah, oh, ich krieg sogar meinen Tee gebracht. Da haben wir türkische Liebe oder so irgendwas. Türkische Liebe? Türkische, nee, ist keine türkische Liebe, das ist türkisches. Oder der Sweet Kiss? Nein, Sweet Kiss ist auch nicht. Das ist, ich habe meine Brille auf. Keine Ahnung, irgendwas mit türkisch. Türkischer Apfel. Türkischer Apfel, genau. Der ist gut, den der ist, der ist sehr lecker. Ja, der ist ganz gut. Oh, aber da verbrenne ich mir jetzt die Fresse, wenn ich ihn trinke. Also lasse ich es lieber. Das ist auch sowas. Ich trinke echt zu Hause immer sehr gerne Tee. Aber wisst ihr was? Das Scheiß, du machst einen Tee und dann ist der in so einer dicken Tasse eine Stunde so bockheiß, dass ich es immer vergesse, ihn hinstelle, vergesse und dann will ich ihn trinken und denke, scheiße, ist er kalt. Das passiert mir, ist mir vor ein paar Tagen passiert. Selber nicht zu heiß, beziehungsweise musst du noch durchziehen und dann vergessen, dass du den Teebeutel brauchst. Ja, und dann hast du einen Kacktee. Scheiße. Kacktee und Kalttee und dann noch zu lange der Beutel drin, schmeckt wie Kacke. Ja, und deswegen machen wir hier jetzt Schluss. Feierabend für heute, morgen geht's weiter. Morgen ist Day 2, Vertriebsoffensive in... Paderborn? Nein, nicht in Paderborn, in Oldenburg. Und heute, wisst ihr, was heute ein Chaos war? Wir haben versucht, ein Taxi zu kriegen. Es ist saukalt hier. Draußen hat es gehabt, minus 4, minus 5 Grad. Ich mit dem Hemdchen, natürlich Jäckchen drüber, weil wir eigentlich gedacht haben, wir können Taxi fahren. Wir mussten auch noch was essen. Wir waren im Steakhaus. Wir haben keine Pommes gegessen, kein Fastfood. Wir waren im Steakhaus. Ah, oh, das Steakhaus war entfernt. Wie viele Kilometer? 2,4 Kilometer. Nun mussten wir bei der Eiseskälte laufen. Das war schon ein bisschen anstrengend, aber wir haben es geschafft. Und jetzt ist alles gut.